Hallo zusammen, heute geht es darum, eine Kühlbox im Schrebergarten. Oder in einem Häuschen, sonst irgendwo. Und ich stelle euch heute die B56S vor. Das ist eine Standard-Kühlbox. Nur mit Bemerkung, dass sie relativ gut isoliert ist. Die Box hat eine Isolationsstärke, also die reine Isolationsstärke innen drin, von 55 mm. Durch die dicke Isolation braucht die Box also relativ wenig Strom. Wir brauchen hier etwa 6 Watt pro Stunde, beziehungsweise das sind dann um die 150, 60 Watt pro Tag. Bei 5 Grad innen in der Kühlbox, also normale Kühlschranktemperatur, und außen 25 Grad. Diese Box kühlt mit 12 Volt ab einer Batterie. Und die Box hat 56 Liter Inhalt und die Abmessungen von der Box sind hier über alles 63. Sie hat eine Tiefe von 43 und eine Außenhöhe von 56 cm und man kann auch hier oben drauf sitzen, vielleicht ein Kissen dazwischen, weil es ist schon hart. Aber funktioniert. Wir haben auch hier eine vernünftige Deckeldichtung, ein Hohlprofil. Wir haben teilweise, gibt es auf dem Markt, das haben wir auch, nur ein Moosgummistreifen und der isoliert natürlich nicht so gut wie sowas hier. Also es gibt viele Boxen, die brauchen das Doppelte bis Dreifache. Und wenn ihr eine thermoelektrische Kühlbox kauft, die ihr für 50 Franken irgendwo kaufen könnt, ist auch 12 Volt, die braucht dann rund 12 mal mehr Strom als solch eine Kühlbox. Wir brauchen eben Strom. Wir nehmen hier solch eine Batterie, das ist eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die hält etwa 3.000 bis 5.000 Zyklen. Ein Zykel ist ein Tag, also extrem gerechnet, wahrscheinlich mehr. Also die hält 10, 15, sogar 20 Jahre, so wie es aussieht. Gegenüber einer Bleibatterie, klar, logischerweise ist teurer, aber wir müssen das jetzt in die Jahre rechnen. Aber es ist noch nicht fertig, wenn wir hier solch eine Batterie brauchen, sondern wir müssen die Batterie im Schrebergarten wieder laden. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel solch ein Solarpanel hier. Das hat jetzt 130 Watt. Wir nehmen es hier hin. Da findet ihr die Daten unten im Beschrieb. Und hier haben wir zwei Kabel. Von diesen zwei Kabel müssten wir dann ein rotes Kabel haben, kommt hier drauf, verlängert 5 Meter beispielsweise vom Dach runter zur Batterie. Und ein schwarzes Kabel, auch runter auf die Batterie. Das sind doppelt isolierte Kabel für den Bereich Solar. Also die können draußen eingesetzt werden, haben eine Sperrspannung von 1000 Volt und sind UV-beständig, weil die ja offen verlegt werden. Auf dem Dach, im Haus drin, könnte man auch normale Kabel verwenden. Aber auf dem Dach sind diese Kabel Pflicht. Jetzt sind wir aber erst vor der Batterie. Das Panel produziert eine Spannung von rund 18 Volt. Die Batterie hat eine Spannung von 12 Volt. Jetzt können wir das direkt anhängen, dann wird irgendwann die Batterie überladen. Da hat die Batterie keine Freude dran. Wegen dem muss dieser Strom geregelt werden. Das ist jetzt ein einfacher Batteriecontroller oder Solarcontroller. Wir gehen hier mit den Kabeln rot und schwarz drauf und diese zwei Kabel mit einer Sicherung hier schwarz auf schwarz,
muss ich vielleicht hier ablegen. Schwarz auf Schwarz und Rot auf Rot, plus minus. Das wäre dann so komplett vorhanden. So kann ich diese Box mit dieser Batterie und dem Pedal betreiben. Ich habe eine Kühlmöglichkeit. Klar könntet ihr jetzt auch sagen, ich nehme dann noch eine Lampe dazu. Okay, zum Ausbau später kommen wir. Jetzt sagt ihr, ja, Solar, das ist kompliziert und so weiter. Das ist wirklich nicht kompliziert, ist einfach gehalten. Man kann es, wenn man Rot und Schwarz nicht verwechselt, eigentlich anschließen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, wir nehmen eine Gaskühlbox, so eine Absorberkühlbox. Da habe ich auch eine Box, 50 Liter, 40 Liter, spielt gar keine Rolle. Eine Gasflasche daneben und das kühlt dann auch. So eine Box zieht in einem Monat oder wenigstens 32 Tagen eine Gasflasche leer. Die brauchen im Schnitt zwischen 250 Gramm am Tag. Jetzt könnt ihr das hochrechnen. Das ist einfach ein Monat, ist die Flasche leer. Das heißt, wenn ihr eine Saison lang so eine Kühlbox betreiben möchtet, dann braucht ihr 4 Gasflaschen. Human gerechnet. Heute kostet eine Gasflaschenfüllung 11 Kilo, 10,5 Kilo, kostet 50 Franken, vielleicht auch schon mehr. Das sind dann 200 Franken im Jahr. Wenn ihr das 10 Jahre das macht, weil ihr habt so einen Schrebergarten die nächsten 10 Jahre, ihr wollt auch so eine Kühlbox die nächsten 10 Jahre betreiben, dann seid ihr mit dem Gas, wenn wir keine Gassteigerung, also eine Preissteigerung kriegen, dann sind wir bei 2000 Franken, dass eine Gaskühlbox nur Gas kostet in den nächsten 10 Jahren. Man muss nicht so weit studieren, sondern kurzfristig, jetzt kostet eine Gaskühlbox weniger, die kriege ich für 300 Franken. Mit dem Regler, die Gasflasche, Depot 50 Franken dazu, ist ein anderes Thema. Ja, was kostet jetzt so eine Box hier? Also die Box hier, die kostet 658 Schweizer Franken. Unten stehen da noch die Europreise dran, das ist für Wemo Deutschland. Dann brauche ich eine Batterie. Eine 100 Ampere, die hält etwa 6 Tage Schlechtwetter aus. Also heißt, 6 Tage Dunkelflaute läuft auch die Kühlbox noch. Die kostet ohne Bluetooth. Also da seht ihr, da habt ihr einfach eine Batterie, Punkt, fertig. Kostet das Ding 600 Schweizer Franken. Mit Bluetooth übers Handy gucken, wie viel das da drin ist und was sich da bewegt und so weiter, kostet dann 200 Franken mehr. Hier steht zwar Bluetooth, aber wir haben die gleichen ohne Bluetooth. Der Regler hier, hier zum Anschließen kostet 80 Franken. Und wenn ihr so einen Regler kauft und die Solarzelle, die kostet 130 ohne Befestigungsmaterial, das ist aber sehr individuell, ist das Kabel gratis mit bei. Das zusammengerechnet, das kostet dann, was hier steht, 1468 Schweizer Franken. Jetzt braucht ihr noch vielleicht ein längeres Kabel, wenn die 5 Meter nicht reichen. Okay, ihr braucht Befestigungswinkel, kommt auch noch dazu. Aber wenn ich vorher verglichen habe mit dem Gas, dann habt ihr hier ja Geld eingespart. Und beim anderen habt ihr die Box nochmal gekauft. In 10 Jahren. Und das sollte solch eine Batterie und die Kühlbox sowieso, wir machen jetzt seit 50 Jahren Kühlboxen, bei den Lithium-Batterien haben wir noch nicht die Erfahrung, was die Batterien halten, aber bis jetzt versprechen sie, oder halten sie, was versprochen wird. Jetzt fängt ihr an, ganz neue Geschichte, mit sowas hier. Okay, fürs Bier reicht das, das ist Tagesration.
reicht. Jetzt kommt aber derjenige, der sagt, ja, aber so ein Schrebergarten ist toll, aber statt einer Gaslampe, weil ich ja kein Gas mehr habe, möchte ich eine elektrische Lampe. Da gibt es zum Beispiel solche Lampen. Ich stecke die hier mal ein. Das sind so Stablampen, die kostet 80 Franken, die findet ihr bei uns im Lagershop. Also nur vorbeikommen, kaufen. Aber da gibt es mittlerweile auch Nachttischlampen und so weiter auf 12 Volt. Das funktioniert. Oder ihr nehmt sonst eine Campinglampe, die könnt ihr daran betreiben. Ist keine Hexerei, das liegt auch noch drin. Weil im Winter läuft die Kühlbox nicht. Und im Sommer habt ihr genügend Strom, noch mehr hell, dass ihr sowas, vielleicht habt ihr einen Keller unten drin, noch installieren könntet. Also hier Aufpreis 18 Franken zu dieser Anlage. Das kann auch ein Jahr später sein oder zwei. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Und ja, ich brauche eine Kaffeemaschine. Das ist schon heftig. Ich will hier keine Schleichwerbung machen, das ist eine De'Longhi-Maschine, da gibt es noch ganz anderes. Ich verkaufe keine Kaffeemaschine, aber die kostet, glaube ich, aktuell 79,90. Die kriegt ihr, kriegt noch einen Satz Kaffee dazu, also für den ersten Tag seid ihr dann ausgerüstet damit. Aber die kann ich ja hier nicht anschließen. Also diese Kaffeemaschine hier, das geht nicht. 79 ist okay fürs Gartenhäuschen. Aber jetzt müsst ihr expandieren. Da ist jetzt die Batterie hier drin. Ihr kriegt aber die Box lose, weil die Batterie habt ihr ja schon. Also die müsst ihr nicht zweimal kaufen. Dann kostet so eine Box 400 Schweizer Franken, da ist Wechselrichter mit drin, dass ihr diese Kaffeemaschine betreiben könnt. Da hat es hier drüben einen Stecker, da könnt ihr die Kaffeemaschine einstecken. Dann kommt ja dann der Nächste. Ihr habt die Enkel, die kommen. Opa, ich habe so ein Flip, da mache ich Lärm und Musik. Ein Handy habe ich auch. Ich kann heute ein Handy, bevor sie Fahrrad fahren. Das war zu unserer Zeit noch anders. Das kann ich dann hier laden. Habe so einen USB-Ausgang fürs Handy laden oder sonst irgendwas. Hier habe ich noch 12 Volt Ausgang. Und hier drüben kann ich dann zum Beispiel die Solarzellen und die Panel einstecken. Also die Kaffeemaschine ist nicht von mir, müsst ihr separat besorgen. Das Teil müsst ihr auch separat besorgen oder fragt euren Enkel. Dann sind wir etwa bei 400 Franken und die Kaffeemaschine läuft. Also mit 500 Franken Aufpreis könnt ihr diese Kaffeemaschine betreiben. Also ist jetzt mit Vorsicht gesagt, weil, ja, ihr könnt dann vielleicht 1, 2, 3, 4 Kaffee rauslassen, dann fängt es dann an zu happern mit der Solarzelle hier. Die wird dann langsam zu klein. Also wenn ihr immer mehr kühlen wollt, immer mehr Kaffeemaschine betreiben wollt, und dann gibt es noch solche, die haben dann E-Bike. Und die wollen das E-Bike, so ein Elektrofahrrad, auch noch hier laden. Das geht, das ist technisch möglich, dann ist die Batterie zur Hälfte leer. Und hier kommt nichts mehr rein. Dann müsst ihr zu diesem Regler, der ihr schon habt, noch ein zweites solches Panel dazu kaufen. Kostet auch nochmal 130. Ja gut, das mit den Kilometern und dem Elektrobike, das geht dann nicht unbedingt auf, aber ihr könntet damit dann schon da ein bisschen laden oder eben mehr Kaffees rauslassen. Ihr könnt auch hier mal eine Bohrmaschine anhängen oder ein Ladegerät für den Heckenschneider
oder sonst was halt bei euch im Gartenhäuschen auch noch so anfällt. Und so können wir langsam expandieren. Man kann natürlich statt dieser Box auch nur einen Wechselrichter zulegen. Ja, statt diesem Wechselrichter, der hier drin sitzt und die Batterie dann sauber verpackt wäre, gäbe es auch diesen Wechselrichter hier. Hier auch auf Plus Minus anschließen, genau gleich wie das Panel hier. Die Schrauben sind genügend lang, das ist kein Thema. Und somit könntet ihr mit dem Teil hier 3000 Watt Spitze, 1500 Watt Dauerleistung diese Kaffeemaschine betreiben. Selber ausprobiert, überhaupt kein Thema. Aber eben von 328 Franken auf gute 400 Franken ist nicht mehr so ein weiter Sprung und ihr habt hier alles sauber verpackt. Ja, jetzt wollt ihr mehr Informationen über diese Produkte. Die Kühlboxen, die findet ihr unten im Boot und Caravan Prospekt. Dann gibt es auch einen Katalog über Solarkühlschränke. Das sind dann Kühlschränke für Schreppergärten. Und die Batteriebox, die Batterie, die Regler, die Panel, findet ihr mehr Daten, mehr technische Informationen im Katalog Stromversorgung. Da kommt jetzt auch was Neues. Ja, momentan ist noch der vom letzten Jahr drauf. Aber kommt. Wir sind nicht so schnell, aber schnell. Liefern können wir. Wir haben die Boxen am Laden, wir haben die Batterien am Laden. Wir haben eigentlich alles, bis auf die Kaffeemaschine haben wir nicht, aber sonst die Kabel und so weiter, da könnt ihr eigentlich anrufen, vorbeikommen oder bestellen im Shop. Den Shop findet ihr auf der Homepage, das ist unten verlinkt. Oder eben vorbeikommen, ihr könnt die Ware theoretisch, wenn ihr ein paar Minuten mitbringt, weil wir müssen das im Lager zusammensuchen, ist nicht alles am gleichen Ort, direkt mitnehmen. Und natürlich bezahlen. Ja, hier verlinke ich euch ein Video zu dieser Kühlbox und hier ein Video zu dieser Batteriebox und ich wünsche euch einen schönen Tag.